Ich habe mir sozusagen Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, ausgesucht, um als Pate dieses Buches zu sprechen. Es ist ein großartiges Szenario, das scheinbar nüchtern die Frage von Liebe und Tod behandelt. Das Erinnern an die Liebe zu einem feindlichen Soldaten und die Sehnsucht, mit ihm gestorben zu sein. Ein ganz modernes Buch.